Zum 100-jährigen Vereinsbestehen des SV Teutonia Uelzen gab es im Sportpark ein ganz besonderes Spiel zu sehen. Die Kicker des Zweitligisten FC St. Pauli bestritten ihr letztes Freundschaftsspiel vor einer fünfwöchigen Sommerpause zur Feier des Tages gegen die Uelzener. ...1323 Fans kamen, um die Künste der Kiezkicker zu begutachten. Auch nicht so gut. 2-4 für... Diese schienen allerdings bereits urlaubsreif und quälten sich eher zu ihrem 4-1-Sieg. Sie versuchten, den Ball ins Tor zu tragen und dem SVT bot sich immer wieder die Chance, durch schnelle Konter den Ball ins Netz zu befördern. Bis zur Halbzeit führten die Braun-Weißen nur mit 2-0, was die Teutonen auch ihrem ehemaligen Kollegen und nun Torwart des St. Pauli zu verdanken hatten. Dieser durfte in der 30. Spielminute einen Elfmeter schießen, traf allerdings nur die Latte. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit dann die Überraschung. Teutonias Dirk Funk trifft nach einem Steilpass zum 1-2 Anschlusstreffer und erfüllt sich damit seinen Wunschtraum. In der 66. und 71. Minute konnten die Paulianer dann noch auf das 4-1 Endergebnis erhöhen. AZTV sprach nach dem Spiel nochmal mit dem ehemaligen Uelzener Ole Springer. Wie war es für Sie, mal wieder in Uelzen Fußball zu spielen? Ja, da hatte ich vorhin schon mal gesagt, das erste Mal seit 9 Jahren. Und ja, war was ganz Besonderes, auch vor der Kulisse. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber unheimlich viele, die ich auch kenne. Und das hat schon Spaß gemacht. Ja gut, also man sieht halt bei uns, dass es nicht um alles geht. Aber die Jungs haben das ganz gut gemacht. Wie ist es? 4-1 ist ausgegangen. Ja, gut. Hätte auch das ein oder andere Tor mehr sein können. Das Gegentor tut mir weh, aber ich wollte mal nicht so sein. Ärgern Sie sich über den verschossenen Elfmeter? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Nein, ist halt Spaß. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Elfmeter geschossen. Und ich hätte ihn gern reingehauen, aber was soll's. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön.